Das heißt, es tut sich schon was, was auch sichtbar und spürbar ist bei den Menschen. Es äußert sich in manchen Ländern ja schon auch ein bisschen, zum Beispiel WHO-Vertrag, der geplant ist für Ende Mai. Jetzt hat sogar das holländische Parlament dagegen gestimmt. In Afrika ist der völlig unten durch. Und ich glaube, das ist auch kein Zufall, dass die öffentliche Meinung sowas eben nicht akzeptiert und deswegen, dass auch dann irgendwann diese sichtbaren Folgen hat, dass Staaten sagen, nee, vielleicht doch erstmal nicht und wir machen mal langsam. Und das heißt, die Agenten, die Agenten, die im Hintergrund stehen, die stocken gerade ziemlich. Und wie ich es gesagt habe, wenn man sehen will, das WEF mit seinem Motto Vertrauen zurückgewinnen, Rebuild Trust, das offizielle Motto des letzten Forumtreffens in Davos, sagt schon ganz viel aus. Sie geben zu, sie haben das Vertrauen verloren. Heute darf ich ganz herzlich unseren lieben Peter Denk begrüßen. Lieber Peter, ich freue mich sehr, dass du hier bist und wir wichtige Fragen zusammen durchgehen können. Herzlich willkommen. Ja, schön wieder bei dir zu sein, liebe Monika. Ja, es ist ja wieder auch einiges passiert und es bleibt immer spannend. Langweilig wird das, glaube ich, nicht mehr. Das stimmt, langweilig wird es auf keinen Fall. Ja, und der Ausblick jetzt auf 2025 ist ja schon sehr interessant und es kommt eben tatsächlich darauf an, was jetzt dieses Jahr noch an Weichen gestellt wird, wie die Menschen aufwachen oder noch nicht aufwachen oder was alles noch passiert. Das ist etwas, was sehr ausschlaggebend ist. Und wenn ich so in die Menge schaue oder mal schaue an den Stammtisch, wo viele Menschen sind, für die ist die Welt ja noch ungefähr in Ordnung, kann man sagen. Also von den Menschen kenne ich auch einige, ja, die sehr stark momentan glauben, ja, also die große C-Zeit ist jetzt mehr oder weniger verdrängt, vorbei, ja, und wenn sie nicht irgendwelche gesundheitlichen Themen haben, dann ist jetzt die alte Welt wieder zurück und man kann sich jetzt wieder, man will sich ja unbedingt den Themen wie Urlaub und anderen Geschichten zuwenden und will eigentlich nicht mehr viel wissen von allem anderen. Und selbst wenn man dann mal solche Worte wie RKI-Protokolle nennt, dann kommt da, vielleicht haben sie mal irgendwas gehört, aber für sie hat das momentan eigentlich gar keine Relevanz. Sie wollen davon gar nichts wissen. Genau, das ist der Status von nicht wenigen Leuten, vor allen Dingen im Westen Deutschlands, das kann man so sagen. Ja, das liegt wohl auch daran, dass man sich gerne natürlich das wünscht, das ist diese sorglose Zeit, die wir damals nicht geschätzt haben, sag ich mal so. Ja. Und jetzt auf einmal ist sie eben nicht mehr da und man möchte gerne da zurück und ist aber durch dieses Medien, durch das tägliche Fernsehen, weil diese Menschen sind meistens da sehr am Fernsehen beschäftigt, in dieser Manipulation, der Gedankenmanipulation in dieser Matrix so stark drinnen, dass sie das nicht merken. Und deswegen, also ich habe für Mitte Mai gesehen, gibt es nochmal so einen Aufrüttler. Und du hast vorhin gesagt, es wird im Sommer wahrscheinlich noch einen größeren Aufrüttler geben, wo doch einiges geschehen wird. Und je nachdem, wie sich das jetzt eben äußert, werden wir dann die Weichen stellen für das nächste Jahr, für 2025. Ja, also du hast es richtig gesagt. Das ist, man muss die Aufrüttler ein bisschen unterscheiden. Es gibt die im Äußeren, dass irgendwas passiert, die Aufdeckung, was über vorher gesagt wurde, was ich auch von anderen dann erwähnt hatte am Anfang des Jahres. Das hat bisher ganz gut gepasst, dass im ersten Quartal nochmal der Staat richtig die Zähne zeigt, werden ja dann die Aufmärsche gegen rechts und es gibt jetzt diese ganzen Gesetze gegen Meinungsfreiheit in unterschiedlichsten westlichen Ländern zu unterschiedlichen Themen. In Frankreich ist es Gesundheit. Ich habe gerade gelesen, in USA hat jetzt der Kongress ein Gesetz verabschiedet gegen Antisemitismus, wobei gar nicht definiert ist, was das ist. Also sprich, man geht dann davon aus, dass selbst in den USA jegliche Kritik an Israel jetzt strafrechtlich verfolgt werden kann, ja, was der USA nicht gar gut tun wird. Also für die USA gibt es gar keine guten Aussichten laut der medialen Welt. Aber sei es drum, das war
Q1, Anfang Q2, und dann hieß es aber, naja, es wird immer mehr Aufdeckung geben. Und das ist auch losgegangen mit den RKI-Protokollen, aber nicht nur, weil wir haben das ähnlich in der Schweiz gesehen, in Österreich, das CDC in den USA hat wieder was veröffentlichen müssen in diese Richtung, aber auch außerhalb der Gesundheitsthematik. In den USA gibt es Leute, jetzt einen ehemaligen Agenten, der ausgesagt hat, hat gegen Trump gearbeitet damals. Und in Brasilien, der Musk hat da das höchste Gericht entlarvt. Und so passieren alle paar Tage neue Dinge. Und ich denke, das wird mehr werden. Und das sind diese Aufrüttler, die natürlich die Menschen von der einen Seite her irgendwann dazu bringen, akzeptieren zu müssen, dass ihre alte Welt weg ist oder dass halt die Sachen ihnen doch nicht so sind, wie sie das immer geglaubt haben. Plus halt Sachen, die wirklich ihr Leben beeinflussen. Wir haben es gerade besprochen. Es gibt manche Vorhersagen, dass tatsächlich bis Ende des Jahres im Euroraum und wahrscheinlich auch im Dollarraum die Preise bis zu dem Zehnfachen steigen sollen. Von jetzt, wenn das auch nur beim Fünffachen ist, ist das normale Leben einfach nicht mehr möglich, auch nicht für den Mittelstand. Ja, also solche Aufrüttler kann es auch geben. Auf der anderen Seite soll es aber auch, ist zumindest die Aussage aus der geistigen Welt von einigen, eine ganz starke energetische Aufrüttelung auch noch mal geben. Der Egon Fischer hat das das Rüttelbrett genannt, was die Menschen auch psychisch, nicht nur physisch, merkt man schon länger, merken viele, passiert mal dieses, mal jenes. Irgendwelche Wehwehchen oder sonst was, was so einmal kommt, dann ist es wieder weg. Aber vor allen Dingen psychisch, wo Menschen einfach auf ihre Problemfelder, auf ihre dunklen Felder zwangsweise gestoßen werden, wo sich die Menschen einfach auch nicht mehr das einfach, wie soll ich sagen, schönreden können oder also sie werden gezwungen, sich damit zu beschäftigen. Das ist natürlich hochindividuell, aber gerade wenn die Menschen das über Jahre noch gar nicht gemacht haben, wird das jetzt so irgendwann wie so ein machtvoller Anschub kommen und das kann natürlich heftig werden für den einen oder anderen, aber auch das wird natürlich für so manchen dahingehend dann wirken, dass sie zwangsweise auch aus ihrem alten Weltbild einfach raus müssen. Und wenn man da erstmal draußen ist, dann ist man natürlich viel schneller bereit, Sachen zu erkennen. Und es bleibt ja die Vorhersage immer noch stehen aus der geistigen Welt von Egon Fischer, dass Ende 2024 wir die Welt nicht wiedererkennen werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass das erstmal sehr stark in Bezug auf die Menschen ist, wie sie denken und wie sie reagieren. Also, dass die Menschen, die, genau wie du gesagt hast, das gibt natürlich ein starkes Ost-West-Gefälle in Deutschland, gerade im Westen, noch sehr in der alten Welt leben und von nichts was wissen wollen, dass es wohl genügend Dinge noch dieses Jahr gibt, die sie bis Ende des Jahres in eine andere Richtung gebracht haben. Und dann werden die natürlich auch nach außen hin aufbegehren, wenn sie sich erlauben zu verstehen, wie sie betrogen wurden, was alles schiefgegangen ist. Und das wird sehr, sehr spannend werden. Aber das legt dann vermutlich auch den Grundstein für das, was 25 dann passieren wird. Ja, das ist richtig. Wenn ich nach 25 schaue, sehe ich viele Menschen aufgeregt, sich treffen, hin und her rennen. Ich sehe da dieses Gewusel und dieses Durcheinander. Das sind so meine Bilder von 2025. Und das kommt eben darauf an, wie inwieweit wir jetzt dieses Jahr diese Aufwegwelle begleiten können. Wir sind ja auch hier, um die Menschen irgendwie darauf vorzubereiten, um sie in die richtige Richtung zu begleiten eben und dann da auch zu helfen, weil es ist ja schon schlimm, wenn du wirklich auf einmal diese blanke Wahrheit siehst, es ist alles Betrug. Alles, was hier geschehen ist, ist ein Betrug. Es ist nichts wahr. Nichts, nichts, nichts wahr. So könnte man es sagen. Und wenn du das jetzt jemand erzählst, der nicht so im Bilde ist, der glaubt dir das natürlich nicht. Logisch, der kann das auch nicht glauben, weil er eben da noch sehr beeinflusst ist vom ganzen Kollektiv. Ja. Das ist genau richtig. Also das wird, glaube ich, immer mehr kommen. Und wie du schon sagst, dass in fast jedem Bereich, in den du reinschaust, wirst du feststellen, dass da ganz viel unwahr ist, was uns erzählt würde. Ja, und das können sich die Leute momentan noch nicht richtig vorstellen, aber es drückt immer mehr nach oben. Im Medizinbereich haben es viele unterschwellig schon so ein bisschen erkannt.
Also zumindest merken sie das, ja, dass das nicht so war. Ja, und aber egal, ob du in die Geschichte schaust, ob du in natürlich die große Klimawandelgeschichte. Aber ich glaube, da ist auch schon die Akzeptanz deutlich zurückgegangen, weswegen man Ja. jetzt auch versucht, von der Gegenseite her das nochmal richtig anzuschieben. Es gibt ja am 22. und 23. September eine große UN-Generalversammlung, wo ja eine neue Verabschiedung gemacht werden soll, sozusagen. Das geht dann, dass man planetaren Notstand ausrufen kann. Und aber das klingt erstmal alles ganz schlimm. Aber wenn man schaut, was der Guterres da so Schönes noch gesagt hat, sieht man das genau wie bei dem WEF. Sie jetzt verzweifelt versuchen, das anzuschieben, weil das Vertrauen verloren gegangen ist. Das sagen die ganz offen. Und das ist eigentlich ein sehr gutes Zeichen. Damit verlieren sie nämlich die öffentliche Meinung. Und nur weil sie sich jetzt treffen und da meinen, irgendwas Neues beschließen zu wollen, kriegen sie die öffentliche Meinung nicht zurück. Das heißt, es tut sich schon was, was auch sichtbar und spürbar ist bei den Menschen. Es äußert sich in manchen Ländern ja schon auch ein bisschen, zum Beispiel WHO-Vertrag, der geplant ist für Ende Mai. Jetzt hat sogar das holländische Parlament dagegen gestimmt. In Afrika ist der völlig unten durch. Und ich glaube, das ist auch kein Zufall, dass die öffentliche Meinung sowas eben nicht akzeptiert und deswegen, dass auch dann irgendwann diese sichtbaren Folgen hat, dass Staaten sagen, nee, vielleicht doch erstmal nicht und wir machen mal langsam. Und das heißt, die Agenten oder die Agenden, die im Hintergrund stehen, die stocken gerade ziemlich. Und wie ich es gesagt habe, wenn man sehen will, das WEF mit seinem Motto Vertrauen zurückgewinnen, Rebuild Trust, das offizielle Motto des letzten Forumtreffens in Davos, sagt schon ganz viel aus. Sie geben zu, sie haben das Vertrauen verloren. Und ohne das Vertrauen und vor allen Dingen die Akzeptanz der Menschen kriegen sie das nicht durch. Das wissen sie auch. Ja? Deswegen sieht man durchaus positive Ansätze. Die Pläne gibt es alle. Das ist das, Ja. was die planen, ist völlig klar, nicht? Aber sie brauchen natürlich unbedingt die Akzeptanz der Menschen. Und da stehen sie momentan auf immer verlorenen Posten. Und deswegen gibt es ja auch solche Gesetze, die dann komplette Meinungsäußerung unter teilweise schwerste Strafen stellen. Aber das ist kein Anzeichen von Stärke, sondern von Schwäche. Das ist Schwäche, genau. Und die Menschen wissen dann ganz genau, wenn sie nur noch etwas sagen dürfen, was erlaubt ist, dann ist das Vertrauen sowieso weg. Ja, und es ist ja auch klar, dass dann immer weniger Menschen auch in die Arbeit gehen, weniger Menschen in solchen Ämtern sind, wo es eben darauf ankommt, dass sich da ganz viel verändern wird. Und am Schluss, wir haben dann da so ein Feld, wo großer Bedarf ist, etwas gemacht zu werden. Und das ist für die Gegenseite nicht möglich, sage ich jetzt mal ganz klar. Das ist nur, kommt nur von uns her, von dieser neuen Gemeinschaft, die dann entsteht, wo man sich gegenseitig hilft. Das führt dahin, wo man sich vertrauen kann, weil man von Mensch zu Mensch spricht und nicht mit so einem hinderlistigen Ziel laufend, wo es um Geld und Macht geht. Das ist ja alles Hinderlist, was hier geschieht. Und die Agenda 2030, die sieht zwar von außen wunderschön aus, ja, wenn du die liest, denkst du, oh wow, es wird ganz viel getan. Aber wenn du dann zwischen den Zeilen liest, dann entdeckst du, dass da ganz, ganz viel Manipulation dabei ist, dass da ganz schlimme Dinge dabei sind, die uns nur einschränken, die uns alle Rechte nehmen möchten. Und das lassen wir natürlich nicht zu. Genau, also aus deren Sicht macht das schon Sinn. In dieser Agenda taucht das Wort Freiheit nicht auf. Das ist schon sehr beeindruckend, ja, nicht? Aber sie sind mit dieser Agenda offensichtlich, das ist auch, das muss man sich mal durchlesen. Also der Guterres hat ja auch auf die Agenda 2030 abgestellt und hat gesagt, sie werden ja da so ganz schrecklich im Hintertreffen. Ja. Hat da rumgejammert. Auch deswegen jetzt der neue Anlauf im September, ja. Aber es ist ein ganz deutliches Zeichen, dass sie einfach nicht vorwärts kommen mit ihrem Zeug oder viel langsamer, als sie das dachten. Und sie wissen, dass sie nur noch begrenzte Zeit haben. Deswegen werden die so nervös. Ja, und natürlich versuchen sie es weiter. Aber diese ganzen Narrative bröckeln immer mehr und in immer mehr Ländern zusammen. Und das können sie offensichtlich nicht mehr verhindern. Ja. Nichtsdestotrotz, das System, wie wir es kennen, wird das natürlich nicht überleben. Das ist völlig klar. Der Prozess ist ja losgelaufen. Und du hast es ja schon gesagt, viele Leute
haben auch gar keine Lust mehr, arbeiten zu gehen, selbst in Deutschland. Das hat aber weniger was mit Faulheit zu tun, wie das unser Herr Lindner ja ganz offen suggeriert, ja. Im Gegenteil, die wenigen, die noch gehen, die schaffen sich einen Buckel krumm, weil sie natürlich für die vielen Kranken und für das zu wenige Personal dann das irgendwie auffangen müssen. Aber es gab ja früher bei Betrieben schon so diesen Begriff innere Kündigung. Ja, dass du einfach nicht mehr bereit bist für den Laden, dich aufzuopfern. Du bist zwar noch da und machst noch Dienst nach Vorschrift, hieße das so schön, aber Dienst nach Vorschrift heißt meistens, es geht nicht viel zusammen. Und ich habe das Gefühl, dass von den Nicht-Aufgewachten da auch immer mehr in diese innere Kündigung für das System schon reingegangen sind. Das Die stimmt. vielleicht für sich noch nicht selbst sagen, das ist alles eine Katastrophe, und aber die sich einfach sagen, was soll ich mir den Buckel hier krumm schuften, wenn der Flüchtling von nebenan das Geld umsonst kriegt oder die Ukrainer, ja, das sind ja sogar echte Flüchtlinge teilweise, aber nichtsdestotrotz, ja, und dieses geflügelte Wort, die Radwege in Peru, das ist ja selbst im Mainstream und bei den Menschen überall angekommen, ja, die Radwege, die wir von unseren Hilfegeldern bezahlen, und wo ja, wer war denn das, war das der Özdemir, irgendeiner wurde in der Talkshow gefragt. Und dann hat er gesagt, es wären nur ein paar tausend Euro. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Das ist eine mehrstellige Millionensumme, allein für diese Radwege. Und das sehen die Leute natürlich schon. Ja, also bei Ja. uns zerfällt die Schule und ich soll mehr arbeiten und mehr Steuern zahlen und dieses noch und jenes und die Mehrwertsteuer ist wieder hochgegangen. Aber wir können in die ganze Welt Geld hinschieben. Wir können Geld an alle möglichen Leute schieben, die hierher kommen, die wir hierher holen. Das kriegen ganz viele Leute mit und das passt nicht mehr zusammen. Und die sind noch nicht so weit, auf die Straße zu gehen. Aber viele sagen dann, ja gut, dann muss ich mir ja auch kein Bein mehr ausreißen. Und dann, das ist dann neben dem Krankenstand und natürlich den Verstorbenen der dritte Faktor, warum immer mehr Personal fehlt in immer mehr Bereichen. Und das wird nicht weniger, das wird immer mehr, wie ich jetzt auch gehört habe, weil viele Leute einfach sagen, oh nö, also dann bin ich mal auch krank, ne? Oder ich höre Ja. gleich ganz auf, wenn sich's nicht lohnt. Ja, und das sind aber das System implodiert schon, wenn man das sehen will, auch an dem Bereich. Und auch die Ämter kommen immer weniger voran, weil das Personal fehlt. Und ich denke, das werden wir 25 in einer ganz starken Form sehen. Da muss es gar keinen großen Knall geben irgendwo, der ja auch immer gerne erwartet wird. Aber dieser Prozess des inneren Zerfalls in sämtlichen westlichen Staaten, das ist ja nicht nur in Deutschland so, das kannst du überall in allen westlichen Staaten beobachten, der wird massiv an Fahrt aufnehmen. Plus dann halt, dass auch die Währung aus der geistigen Welt kommt, nicht, dass der Euro mit einem großen Schlag schnell irgendwie platzen wird. Der hat ein erstaunliches Beharrungsvermögen, aber der wird immer weniger wert werden und es wird immer klarer werden, dass es ein totes Pferd. Ja, und irgendwann wird sich was Paralleles bilden müssen, ob das dann Gold, Silber schon ist oder was anderes, weil einfach hat man ja in vielen Ländern immer wieder gesehen, wenn die eigene Währung den Bach runtergeht, dann wird üblicherweise eine andere Währung genommen. Momentan ist es halt ein bisschen das Problem, dass viele Währungen aneinander hängen. Das heißt, es wird nichts helfen, wenn ich an Dollars hole, wie in den 20er Jahren in Deutschland. An der Dollar ist ja genauso tot. Ja. Na, aber das, denke ich, wird der Prozess werden und der dann wahrscheinlich, ich denke mal, zu einem Zeitpunkt X wird auch der Staat einfach nicht mehr in der Lage sein, gewisse Sachen zu bezahlen, zum Beispiel hier die ganzen Sozialausgaben. Und Das das ist wird dann der er nicht Moment, können. genau, wo dann ein Migrationsthema, das natürlich in eine ganz andere Richtung geht, weil natürlich nicht alle, aber doch nicht wenige Migranten sind hier wegen des Geldes. Ja? Ja. Und wenn das nicht mehr fließt, ist der Hauptgrund weg, warum sie noch hier sein sollen, weil im Endeffekt wegen des schönen Wetters sind sie hier nicht hergekommen. Ja? Ja. Und dann wird es natürlich interessant. Aber das ist absehbar, dass das irgendwann passieren wird, dass das nicht mehr bezahlbar ist. Genauso die USA. Die USA ist eigentlich pleite. Die haben mittlerweile nicht mal mehr das Geld, die Zinsen für ihre Schulden zu bezahlen. Dieser Punkt ist überschritten worden gerade. Und wenn man das beim Unternehmen hat oder beim Privatmann, ist man insolvent, ist man pleite. Punkt, Ende aus. Da geht nichts mehr. Ja, Ja. da ist das so, aber beim Staat nicht, ne?
Ja. Ja, wobei die Amerikaner das Problem haben. Also ich denke, das wird aber auch hier so sein. Man hat ja das Geld sozusagen gedruckt. Man druckt es ja nicht mal mehr, man erzeugt es ja nur noch. Aber wenn natürlich, es ist halt eine reine Vertrauensluftnummer. Ja, Ja. und im Endeffekt, wenn das Vertrauen weg ist, ist das Geld nichts mehr wert. Weil dem steht nichts mehr entgegen. In den USA war das lange Zeit, die US-Dollar war Weltleitwährung, wo ich für das Papier auf der ganzen Welt Rohstoffe und Waren bekommen habe. Das ist aber vorbei. Da hat es ja einen geopolitischen massiven Umschwung gegeben, wo früher jedes Land mit einer Revolution oder einem Krieg rechnen durfte, wenn man den Dollar nicht mehr nehmen wollte, was ja mehrfach passiert ist, auch bei diversen Ländern, Libyen, Irak und andere. Das geht jetzt nicht mehr, weil ganz BRICS mittlerweile den Dollar ablehnt und das kriegen die USA nicht mehr hin. Aber deswegen ist der Dollar eigentlich mausetot. Und diese Luftnummer, die man halt lange gefahren hat, bleibt halt eine Luftnummer und irgendeine Blase platzt irgendwann. Und da sind wir nicht mehr so weit weg. Und in Deutschland hat man natürlich auch immer noch viel machen können. Eigentlich in ganz Europa hat man viel machen können durch die Wirtschaftskraft von Deutschland. Das hat ja den Euro hochgehalten. Ja. Aber da hat man jetzt ja gerade richtig die Axt dran angelegt. Ja, aber wenn Genau. die weg ist, dann ist der Euro nichts mehr wert, weil was steht ihm denn entgegen? Und da geht es nicht darum, was Lieschen Müller meint, sondern da geht es auch ganz stark darum, was die großen Investoren und andere Länder meinen. Und die gucken sich das natürlich ganz genau an. Plus, dass man dann natürlich noch solche Scherzchen macht, russische Vermögen zu beschlagnahmen oder zumindest einzufrieren. Und jetzt redet man ja über die Beschlagnahme. Und dann denkt sich natürlich jeder reiche Investor in Saudi-Arabien oder in China oder sonst irgendwo, wenn mein Staat in Ungnade fällt, dann ist mein Ja, Geld weg. eben. Da gehe ich doch mal besser raus aus diesem Land oder aus diesem Euroraum, ne? Und das ist natürlich das, was dann diese Währung final abkippen lassen wird. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also das ist ganz klar. Ich würde mein Geld auch nicht jemand geben, der das dann behält. Das Genau, also es kann ja wird nicht sein. vorgeführt momentan. Ne? Ja. Nicht? Ja, und Und somit dann. schaufeln sie eigentlich ihr eigenes Grab. Das ist schon Ja, interessant. total. Aber Ne? ich meine, das muss man doch eigentlich wissen, oder? Ich meine, es ist ja jetzt nicht so schwer, das zu verstehen. Und die, ja gut, vielleicht für manche schon. Ich meine, die deutsche Wirtschaft, wird ja kaputt gemacht, total Ja, kaputt ja. gemacht, also überall. Und dass das dann auch Europa dadurch schlecht geht, ist nur logisch. Ja, natürlich. Ja. Aber es gibt ja, das Lied der Linde ist ja eine sehr spannende Prophezeiung. Ich weiß nicht, wirst du vielleicht kennen, ist ja uralt. 1890, glaube ich, in der Linde bei Staffelstein gefunden worden. Aber gut, gibt es natürlich Leute. Aber die erste wirklich nachweisliche Abschrift ist aus den 20er Jahren schon. So alt ist es auf jeden Fall, wo dann interessante Begriffe drinstehen wie unter Fremdling flieh die Flur, die du gepflügt nicht hast. Ja, also bunter Fremdling, sehr interessante Unter Aussage, die Fremdling, natürlich ja. sehr genau passt, genau zu der jetzigen Zeit, aber die Vorhersage ist natürlich spannend. Das heißt, die gehen wieder. Und das ist genau das, was aus der geistigen Welt übrigens auch kommt. Irgendwann gehen die mal auf einmal sehr schnell und in großen Massen wieder. Ja, Ein ja. Grund kann genau das sein, wenn es kein Geld mehr gibt. Wir hoffen mal, es wird aber nicht, glaube ich, dass es nicht blutig wird. Das wird aber so nicht gesehen. Aber es gibt auch noch eine andere sehr interessante Stelle. Deutschlands Elend ist der Welt Ruin, steht da drin. Und Das ich glaube, ist, das Deutschlands Elend, das wird gerade herbeigeführt. das Und wird in der herbeigeführt. wirtschaftlichen Hinsicht stimmt das. Ja. Zumindest mal, was Europa betrifft. Aber Deutschland als der ganz große Wirtschaftsfaktor wird natürlich massive, wenn das hier zusammenbricht, wird natürlich massive Wellen in die gesamten Weltmärkte schießen. Und das ist aus einer höheren Sicht eine sinnvolle Umgestaltung zur neuen Welt hin. Na? Aber erstmal ist es natürlich der Zusammenbruch der Wirtschaft. Und da arbeitet man natürlich ganz massiv dran durch die Energiepolitik, aber eigentlich durch alles. Ja, Alles, überall. Ja, ja, auch überall die ein bisschen. Bürokratie, das ist Wahnsinn, was natürlich. Das ist sehr stark auf große Konzerne gemünzt. Die können sich das dann teilweise noch leisten, eine Lieferkettenanalyse und Nachweis zu machen.
die von der Grundidee ja gar nicht so verkehrt, aber natürlich die Art und Weise, wie es gemacht werden muss, da sind viele kleine und mittlere Betriebe komplett überfordert. Das wird ganz gezielt gemacht, dass die eben aufgeben oder sich eben aufkaufen lassen von Großen. Aber auch die Konzerne werden natürlich so nicht überleben. Die werden vielleicht kleiner werden. Es wird weiterhin eine Wirtschaft geben. Allerdings muss man halt auch wissen, dass Deutschlands Ziel für die Zukunft auch nicht der Exportweltmeister ist, also die materielle Führerschaft, was wir sehr, sehr gut können. Aber wir haben halt die geistig-spirituelle Führerschaft zu übernehmen. Und häufig muss das eine erst weg, dass das Neue entstehen kann. Und so ist es halt jetzt auch. Deswegen, lustig ist ja vom Egon Fischer aus der geistigen Welt, die Kollegen nennen unsere Politiker immer nur das Abrisskommando. Was absolut treffend ist, sie reißen diesen Staat und das System hier ab. Das machen sie gut und ist erstmal sehr negativ, wenn ich an das Alte denke, aber auf einer anderen Sichtebene machen sie etwas Notwendiges, was für die Neuentwicklung notwendig ist. Das wissen die nicht. Nee, das wissen die Aber nicht. aus Aber es höherer ist so. Sicht ist es wohl so. Ja, Ja. es muss ja Ja. jemand machen, ne? Genau. Irgendwie Ja. muss es jemand machen und das ist kein schönes Amt. Nein, also der Jetzt Herr mal. Habeck, das muss man ihm ja zugestehen, der scheint ein bisschen mehr zu wissen. Und kurz bevor er Minister geworden ist, da gibt es ja so ein berühmtes Interview, was im Auto mit ihm geführt wurde, wo er vielleicht auch den einen oder anderen Wein vorher getrunken hat, ich weiß es nicht. Aber da hast du richtig gemerkt, der weiß ein bisschen mehr, was auf ihn zukommt, und der hatte keinen Spaß daran. Also der hat normalerweise, wenn ich kurz davor bin, mein Lebensziel, ich werde der wichtigste Minister in Deutschland, da muss ich ja eigentlich ganz anders drauf Ja. sein. Und du hast genau gemerkt, ihm hat das gar nicht geschmeckt. Er wusste schon, was er zu tun hat, und ihm hat das offensichtlich nicht gefallen. Macht das wohl nicht aus reiner Freude, sondern wohl, weil er muss. Über die Gründe, warum er muss, kann man jetzt lange spekulieren. Da gibt es ja genügend Ideen, warum das so ist. Aber es ist letztendlich auch egal, nicht? Aber da hast du schon gemerkt, er wusste, was auf ihn zukommt. Er soll den Laden hier runterfahren. Ne? Ja, das ist schwer, aber gut. Wie ist es? Es ist einfach so. Die eine Tür geht nur auf, wenn die andere zugemacht wird. Das ist leider so. Ja. Und Ne? durch diesen Prozess müssen wir einfach durch. Ich habe Bilder gesehen, wo die Immigranten alle wieder gehen. Das habe ich gesehen. Das kann ich Du auch, bestätigen, was du vorhin gesagt hast. wunderbar. Ganz klar. Und diese Geschichte mit den Kriegen, das hatte ich vorhin auch schon noch mal gesagt. Ich sehe einfach, dass nach den Kriegen noch was anderes kommt, was auch nicht so einfach ist, aber weil eben die Gegenseite auch merkt, dass sie mit den Kriegen so nicht weiterkommen. Dass die Menschen zwar Angst haben, aber dass sie nicht so sehr jetzt da sich einfangen lassen. Und da kommt also, ich weiß jetzt nicht wann, aber das ist die Ablösung von Ukraine-Krieg. Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Also ich beobachte momentan, also ist für mich völlig klar, dass gewisse Kreise im Hintergrund unbedingt diesen großen Dritten Weltkrieg wollen, weil das ist Ja. natürlich die Mega-Ablenkung, die man auch braucht, weil das Spritzenthema jetzt ja doch immer härter nach oben drückt und die wissen genau, was sie gemacht Ja, natürlich. haben. Und so eine tolle Ablenkung wäre natürlich wunderbar, aber man hat es schön gemerkt letztes Jahr, meiner Ansicht nach. Es gab mehrere Ansätze. Der deutlichste war meiner Ansicht nach dieser komische Putsch in Russland, der ja auch ganz merkwürdig war, der in die Hose gegangen ist, wo man ja lustigerweise absolut einen Tag vorher war ja die größte Luftübung der NATO seit langem zu Ende, und einen Tag später findet der Putsch statt, wo dann zufällig die NATO genau richtig positioniert gewesen wäre, dann auch einzugreifen. Dummerweise ist das mit dem Putsch so völlig falsch gelaufen. Da hat man mehrfach diesen Krieg, den gewisse Kreise wollen, verhindert. Dann hatte man ja auf einmal, die Ukraine ist ja ziemlich nach unten gefallen, weil dann war ja auf einmal Nahost ganz großes Thema, nicht? Ja, genau. Ab dem Oktober, und das ist ja jetzt ziemlich hoch eskaliert, im März mit Israel-Iran, ja, bis hin zum Gegenschlag des Irans. Und dann auf einmal ist jetzt wieder Ruhe.
Und da habe ich den starken Verdacht, da hat auch das jemand wieder gestoppt. Also es gibt eine sehr, sehr mächtige Kraft, würde ich mal sagen, mal ganz neutral formuliert, die an bestimmten Stellen dann immer eingreift, um gewisse Sachen zu stoppen. Und dann sind gewisse Herrschaften relativ konsterniert. Und was halt wirklich auffällig war, 2 Tage später ist auf einmal die Ukraine wieder hochgefahren worden, jetzt ganz massiv wieder, ja, ne, mit Macron an der Spitze. Und ich versuche jetzt da wieder diesen Krieg auszulösen, aber es könnte gut sein, was du sagst, dass das jetzt auch wieder nicht klappt und dass sie dann akzeptieren müssen, dass das Kriegsmodell auch gescheitert ist. Und dass sie dann natürlich noch, und ich habe ja den starken Verdacht, also ich habe ja ein E-Book gemacht, wo ich meine Analysen, die ich ja über 12 Jahre über die chinesische Astrologie mit diesen Tierjahren, ich hatte ja mal geschaut, welches Tierjahr seit 1900, was da so passiert ist, ob es da Übereinstimmungen gibt. Ja, und da war ich baff erstaunt. Ich bin da ergebnisoffen rangegangen und es war wirklich frappierend. Also fast jedes Jahr hat bestimmte Themen, ja, die mal stärker, mal schwächer kommen, aber die beeindruckend, das war auch das erste Jahr, was ich mir angeschaut hat. Wenn ich das damals nicht gemacht hätte, hätte ich vielleicht auch gar nicht weitergemacht. Das war das Jahr der Schlange. Ja. Mhm. Und im Jahr der Schlange sind immer also politische, weltpolitische Game Changer passiert, die dann wirklich auch, die sehr plötzlich waren und die im Endeffekt dann langfristige Auswirkungen haben. Beispiel ist natürlich 9-11. War Jahr der Schlange. Der Mauerfall 89 war Jahr der Schlange. Ja, lass mich lügen. Ich glaube, 29 war auch Jahr der Schlange, Börsencrash. Und 17, Oktoberrevolution, mhm, war Jahr der Schlange. Ja. Und das nächste Jahr der Schlange, das letzte Jahr der Schlange, war nicht ganz so, aber eigentlich auch ein einzigartig weltbewegendes Ereignis. Das war nämlich der Papstrücktritt mit der Wahl des Franziskus, der nach Aussage der Insider, aber auch alten Prophezeiungen der letzte Papst sein wird. Also da ist es weltbewegend für die römisch-katholische Kirche, was da passiert ist. Ja. Nicht? Und das Spannende jetzt ist, das kommende Jahr, 2025, ist auch wieder ein Jahr der Schlange. Und da ist zu erwarten, und das ist auch kein Zufall, weil diese ganzen Ereignisse, die ich gerade genannt habe, sind natürlich von diesen Herrschaften im Hintergrund orchestriert worden, die sich natürlich teilweise auch Bruderschaft der Schlange nennen. Was für ein Zufall. Genau, ja. Und interessanterweise gibt es ja bei der chinesischen Astrologie jedem Tier ja auch eine sogenannte Doppelstunde zugeordnet. Und jetzt können wir alle mal raten, welche Doppelstunde dem Jahr der Schlange zugeordnet ist. Es ist die Doppelstunde 9 bis 11 Uhr, 9-11. Ja. Und deswegen ist natürlich die Chance sehr, sehr groß, dass man für nächstes Jahr wieder was Schönes, Großes geplant hat. Und das würde sehr gut zu dem passen, was du sagst. Krieg funktioniert nicht, also packen wir jetzt noch mal was anderes aus. Es steht immer noch die Fake-Alien-Invasion im Raum. Das könnte eines sein, aber das ist ich nicht glaube, sicher. Ich glaube, das ist also auch nicht so. Aber irgendwas Großes, womit sie versuchen, das Ruder noch einmal rumzureißen. Ich bin mir aber sehr sicher, das wird das letzte Mal sein. Da gehe ich mit dir auf jeden Fall, das wird das letzte Mal sein. Und dann kommen wir endlich in die richtige Richtung hinein. Genau. Viel Aufbauarbeit ist nötig, aber ist egal. Das ist dann was ganz anderes. Ja. Also ich schätze mal, um es mal flapsig zu formulieren, das wird das größte Eigentor der Weltgeschichte werden, was sie da machen. Ja, aber sie haben keine Chance, sie werden es tun. Und es wird sich gegen sie wenden, und zwar sowas von. Ja, genau, und zwar sowas von. Wir arbeiten ja an unserem Smarana-Festival. Am 29. und 30. Juni mit den Zeitlinien. Ah, sehr schön. Da werden wir da ganz viel machen, sodass wir das schon vorbereiten, was wir dann 2025 ernten werden. Mhm. Ja, wir werden die Chemtrails energetisch bearbeiten, wir werden diese ganze Beeinflussung energetisch bearbeiten, wir werden das freimachen und eine ganz große Zeitteilung herbeiführen. Und das ist so, so wichtig, diese Arbeit,
Denn dann haben wir diese positive Energie in uns, die uns ja genau dorthin führt, wo wir ja die ganze Zeit hinwollen und die dann auch dieses Aufwachszenario noch mehr verstärken wird bei den Menschen, die es einfach nicht wissen wollen im Moment. Ne? Ja, klar. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich weiß, es wird diese Veränderung geben und wir sind deswegen auf die Erde gekommen und wir haben diese Aufgabe übernommen. Wir wollten ja unbedingt dabei sein. Und wir haben dann auch noch viele körperliche Heilungen, durch die wir hindurchgehen, die ganz wichtig für uns sind. Und du hast vorhin so eine Bemerkung gemacht, mal ist man kurzfristig krank, dann ist es wieder weg. Dieses Hin und Her, das war früher nicht so, sage ich jetzt Nee, einfach mal nee, so. Ja, und das sind Anzeichen, dass sich da auch was tut in unserem energetischen Feld, wo wir mit den Krankheiten, die geschehen, die meisten Krankheiten kommen ja vom Denken, vom negativen Denken her, und dass sich da noch was ändert in unserer Aura, in unserem Energiefeld, wo wir letztendlich nicht mehr so schnell krank werden. Jetzt bin ich aber absolut schon richtig. 2026. Ja gut, man darf es nicht zu sehr auf einzelne Jahre Ja, runterbrechen, es ja. ist ein Prozess, aber die Botschaft, die immer wieder kommt, jetzt auch vom Holzfäller aus dem Allgäu, in den 30er Jahren ist die neue Welt fertig. Also es ist in einem Ja, absehbaren Zeitraum. Ne? genau. Das ist das der und vor allen Dingen die Zeit vergeht so schnell. Die eilt mit Riesenschritten auf dieses 2030 zu und wir werden es alle erleben. Ja. Wir werden es alle erleben und es ist wichtig, dass wir zusammen da was tun, dass wir also immer mehr das Licht stärken. Absolut Ganz wichtig. richtig. Ja, also es ist tatsächlich so, dass, du hast ja vorhin auch gesagt, das bleibt bestehen. Es wird eine Art Teilung geben der Welten. Ja. Ja. Und die Menschen, die halt da gar nicht mitwollen, wo die Seele auch sagt, das schaffe ich nicht, die bleiben auf einer alten Welt, wie sich diese Trennung auch immer vollziehen wird, sie wird auf jeden Fall frequenzmäßig sich vollziehen. Aber die neue Welt, das ist die Aussage, also das ist fest, dass die kommen wird. Das sagen die Kollegen vom Egon auch mal so schön. Also das Endergebnis steht fest. Der Weg dahin, da gibt es noch ein paar Variationsmöglichkeiten, individuell, auch in größerer Art, ich denke von Staaten her und so weiter. Aber das Endziel ist ganz klar fest. Das sind einfach schon genügend, dass das Ganze sich manifestieren wird. Ja, das ist sicher. Und natürlich ist auch das Ziel, dass möglichst viele da mitkommen. Ja, Aber es unbedingt. bleibt wohl eine individuelle Entscheidung. Und das ist das bisschen Schmerzhafte für uns teilweise. Also man kann Leute nicht hinziehen. Also sprich, wenn sie dann bereit sind, dann kann man ihnen helfen, sehr gut. Ja, das wird auch viele von uns dann diese Aufgabe kriegen. Ja, gerade wenn die Menschen ihre alte Welt verlieren und bereit dazu sind, dann stehen sie natürlich erstmal vor dem großen Loch. Ja. Und dann haben wir, glaube ich, viele von uns die Aufgabe, ihnen zu zeigen, hör mal zu, das Loch ist hinter dir, nicht vor dir. Und da geht's hin, wenn du willst, ja. Aber es wird natürlich auch Menschen geben, die das nicht wollen. Und die werden dann vermutlich auch aus unserem Leben verschwinden. Da haben wir keine Chance, wir können die nicht aufhalten. Das ist dann unsere Akzeptanz, dass diese ihren Weg gehen und wir unseren. Diese Aufteilung wird sich wohl vollziehen in irgendeiner Form. Also man kann auch niemand zwingen, etwas zu tun, gerade im spirituellen Sinn geht Genau. das absolut nicht. Das muss von innen aus dem Herzen kommen. Und jeder Mensch wird das für sich spüren, gerade wo sich ja jetzt die Zeichen immer mehr zuspitzen. Da werden noch sehr viele Menschen auf dieses Gefühl achten und dann auf den Weg kommen. Also macht euch da jetzt nicht so große Gedanken. Das ist immer so Nein. ein bisschen schwieriges Thema. Ja, natürlich. Ne? Aber man darf es auch nicht völlig unterbuttern, weil es ist Ja. also nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Es wird schon eine anspruchsvolle Zeit jetzt werden. Ja. Ein System bricht zusammen und das hat natürlich gewisse Folgen. Aber letztendlich, was du schon sagst, also es wird auch immer wieder gesagt, es gibt für zwei Sachen kommen aus der geistigen Welt, aber auch von so Menschen wie meinem spirituellen Meister.
Also einmal ist es natürlich ganz wichtig, positiv zu sein. Ja, also man hat auch, also wer ständig negativ ist, wie soll da was Positives bei rauskommen? Also das ist schon mal ein guter Spruch gewesen, den ich gehört habe. Ja, wir manifestieren natürlich ganz stark, insbesondere aber auch durch die Tat. Also sprich, indem wir was tun in die neue Richtung. Ja, das ist ganz wichtig. Das ist die eine Seite, aber die andere Geschichte ist halt auch immer wieder, das heißt, seid geerdet. Also nicht sich hinten, wie das ja manche so propagieren, setz dich zurück, nimm das Popcorn und schau dir das an. Geht Nee, nicht. nee, das ist, hängt auch damit zusammen, dass die neue Welt nicht von irgendjemandem für uns aufgebaut wird, was auch gar nicht hilfreich wäre, sondern immer wieder von den alten Maya angefangen. Wir sind diejenigen, auf die wir gewartet haben. Also das ist schon Ja. unser Job und wir werden das auch tun. Und eben das Tun ist ganz wichtig. Ja? Deswegen, das ist beides wichtig. Nur die rosarote Brille und gar nichts machen. Dann, wie hat die Wasserfrau, die Freundin vom Egon da, die Mediale, das so schön gesagt, da wird in der nächsten Zeit, die hängen so, die schweben so wie Luftballons und da wird dann durch die Ereignisse und auch durch die energetischen Geschichten die Schnüre abgeschnitten. Wenn du halt so gar nicht geerdet bist, ist das auch nicht gut. Ja. Erdung ist immer wichtig, ganz klar. Genau. Ja, Ja. nicht? Es ist die Kombination aus beidem. Das Gottvertrauen, ganz wichtig, aber was du selbst tun kannst, solltest du tun und auch machen. Ja, mit diesem schönen Wort würde ich gerne abschließen und mich ganz herzlich bei dir bedanken, lieber Peter. Es war wieder sehr schön mit dir und ich denke, wir haben euch allen auch ein bisschen mehr Sicherheit und Kraft gegeben mit diesen Worten. Lieber Peter, magst du noch einen Abschlusssatz sagen für alle? Ja, also ich kann es noch mal betonen, das fokussiert euch auf das Positive. Ja, und dann werdet ihr auch positive Dinge manifestieren in eurem Leben. Das ist ganz wichtig. Nicht den Kopf in den Sand stecken. Ignoranz bringt nichts. Aber auf das Positive fokussieren, es passt alles, hat immer zwei Seiten. Auch die negativen Seiten haben immer auch einen positiven Aspekt irgendwo, auf den man sich konzentrieren kann. Und dann hilft das sehr, sehr stark, positiver zu werden, weil das ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Und diejenigen, die es schon sind, die ja, müssen natürlich wahrscheinlich auch noch ein paar Hausaufgaben machen. Aber ich denke, viele von uns haben auch schon viele Hausaufgaben gemacht. Wer auf dem spirituellen Weg ist, hat auch schon ein bisschen was erleben müssen. Das ist das Leben. Es ist ja die Frage, was ist eigentlich das Leben? Und du hast es vorhin so schön formuliert, es ist eben nicht zur Arbeit gehen, Geld zu verdienen, in Urlaub zu fahren. Und das war's. Deswegen sind wir nicht hier. Und das werden wir immer mehr spüren jetzt auch, das Leben. Was ist eigentlich das Leben? Ich glaube, wir werden uns viel lebendiger fühlen noch demnächst, als wir uns je gefühlt haben. Ja, schön. Wunderschön. Herzlichen Dank, lieber Peter. Gerne Bis und zum bis zum nächsten nächsten. Mal. Genau. Tschüss.